Das könnte er auch gewesen sein. Ja, es war er. Da steht er. Ja, aber, wartet doch mal. Hier auf der Radio SAP-Bühne, da musste der ja auch erstmal hin. Und dafür sind zwei Menschen verantwortlich. Die haben eine Einzelkämpferausbildung gemacht vorher, die haben eine Personenschützerausbildung gemacht und sind sehr, sehr spaßige Frühaufsteher. Und das sind die Bodyguards. Willkommen auf der Radio SAW Showbühne. Willkommen beim Sachsen-Anhalt-Tag in Gardelegen. Gleich für euch hier auf der Bühne. DSDS-Gewinner Pietro Lombardi. Und hier sind die zwei, die auch schon mal den Jackpot geknackt haben. Hier sind für euch die Radio SAW Muckefuchs, Volker Heidt und Ted Stalinski. Fetten Applaus, hier sind sie. In Farbe. Schönen guten Abend. Gardelegen, geht's euch gut? Und das sind wir gleich beim Thema. Wir möchten nämlich, dass es euch während des gesamten Konzertes gut geht. Das heißt, liebe Eltern und vor allen Dingen auch die etwas Jüngeren von euch, ihr seht, wir sind wirklich dicht an dicht, Körper an Körper hier gedrängt. Wenn der Pietro gleich auf die Bühne kommt, dann versprecht mir bitte, dass er so stehen bleibt, wie er jetzt steht. Wenn irgendeiner von euch anfangen sollte, aber auch nur einen Schritt nach vorne zu gehen, dann hat das eine Kettenreaktion nach sich und ihr wisst, wir müssten dann diese Veranstaltung abbrechen. Also, es liegt an euch, bitte stehen zu bleiben, vor allen Dingen wollen wir nicht, dass sich hier irgendeiner verletzt und es sind ganz, ganz viele Kleine hier und die sollen sich wohlfühlen, so wie wir alle. Ihr seht auch nicht besser, wenn ihr einen halben Meter weiter vorne steht. Ja, ist ganz wichtig, dass wir uns daran halten. Wir wollen schließlich alle unseren Spaß haben mit Pietro und nicht von hinten irgendwie halb erdrückt werden. Bitte denkt daran, das ist ganz wichtig, dass wir das hinkriegen. Wir möchten ja auch, dass jeder wirklich noch im vollen Bewusstsein den Auftritt hinkriegt. Und ihr könnt von jeder Ecke aus prima gucken. Er ist an jeder Ecke der Bühne für euch zu sehen. Das ist doch keine Frage. Der Junge ist 19 Jahre alt und macht das hier. Wahnsinn! So, Freunde, die Band steht bereit. Seid ihr auch bereit? Ich habe überhaupt nichts gehört. Seid ihr bereit? Das habe ich gerade hingekriegt. Einfach nur auf einem Ohr. Volle Pietro! Der Volker ist taub. Alles klar bei euch? Freunde, dann sagen wir Bühne frei für den DSDS-Gewinner 2011. Hier ist er euch, Pietro Lombardi! Es geht ab! Es geht! Gardelegen und so. Hallo Gardelegen. Hallo. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Hört ihr mich gut? Hört ihr mich? Okay, cool. Okay, ich darf reden, danke schön. Okay, danke, dass ihr alle da seid. Auch danke an euch da ganz hinten. Hallo? Leonie! Okay. Nico! Dann darf es jetzt auch langsam losgehen. Ganz langsam. Also schön, dass ihr da seid. Und mein erstes Lied, das ich jetzt singen werde, ist mein Casting-Song. Wer weiß, was es war? Das stimmt, gar nicht mal schlecht. Genau, Down ist mein erstes Lied. Let's go.